Guten Tag, heute wieder Big Baba Bubu Video und zwar mache ich heute alles, was Instagram mir sagt. Und zwar habe ich nachgefragt und ja, ihr wisst schon, bla bla, die Stars Ananas. Falls ihr neu auf dem Channel seid, lasst einen Big Sub da, Jungs. Und wenn nicht, dann habt den kleinen Pipi-Mann. Und schaut bitte, bitte bis zum Ende und liked das Video und kommentiert alle Kommentare und dann ist das Video geil und tschüss. Kommen wir zur Aufgabe 1. Klau von Basti GRG Blumen. So, wir klauen jetzt Blumen. Hehe, tschüss. Kommen wir zur Aufgabe 2. Mach einen Kreis in der Luft einmal eins und flieg durch. Ja, okay. Der Busfahrer bei mir hat heute fast einen Unfall gebaut. Ja, hättest du Danke sagen sollen. Verstehst du wegen Fortnite? So, hier ist jetzt einmal eins Loch und jetzt fliegen wir durch, first try. Sack Schmerzen. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Panix Dripstone Farm zerstören oder Revis Turm. Ja, okay, dann zerstöre ich jetzt Panix Dripstone Farm. Alter, übertreib mal nicht, Hugo! Hugo! Übertreib mal bitte nicht. Zündest es eh nicht. Ich zünde es eh nicht? Ja, weil du keine Eier hast. Bist du dir da sicher? Ja, absolut sicher, dass du das nicht anzündest, Bro. Als ob du das machst. Ja, okay. Okay, Hugo. Digga, ich sag's dir, es war way too much. Oh. Kommen wir zu der vierten Aufgabe. Sterben bitte. Okay. Das hat wehgetan. Riesen Kackhaufen auf dem Shopping District. Machen wir. Tada! Da ist mein Kackhaufen. Versteht ihr? Weil das scheiße aussieht. Meine Mutter ruft mich an, warte kurz. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Im Nether ein Overworld-Biom machen. Ja, okay. Okay, Jungs, nach 3 Stunden Bauen habe ich es endlich geschafft. Wir haben ein komplettes Overworld-Biom in der Lava gemacht. Das war richtig AIDS, das da alles zu, die Lava da wegzumachen. Aber wir haben es geschafft. Hier ist mein Haus. Kommen wir direkt zur nächsten Aufgabe. Und die Aufgabe kommt von Petrit, Jungs. Petrit folgt mir auf Instagram. Das solltet ihr auch. Bau eine Königsstatue von mir und Revi als Sklave. Okay. Ja, wo wollen wir das mit Petrit so hinbauen? Lass das hier hinbauen. So, jetzt kniet Revi hier mit seinem Pipi-Mann. So, bin fertig. Hier ist Petrit, hier ist Revi. Und er tritt ihn so in den Arsch. Sprenge was bei Revi, mach ich. So, dann würde ich sagen, sprengen wir jetzt alles in die Luft. Versuche einen Wizard in Trinix Dicta zu killen. Machen wir. Ethos und Nuttensohn. So, wir gehen jetzt Köpfe kaufen und dann bringen wir den Wizard um. Stumm, warte mal. Ich teile die durch 2. Teile 2-mal durch 2 und füge die Zahl hinzu. Dann müsste ich ja 3-mal 10 bekommen. Ah, so. Ah, jetzt. So, würde ich sagen, wir machen es jetzt in 3. So. 1. Brr. Digga, der fliegt hoch, der Pisser. Digga, das ist gar nicht gut gerade. Ich treffe ihn halt auch nicht. Der kommt nicht runter. Nein, Digga. Ey, bitte, helf mich hier. Komm mal drauf und helf mir bitte. Das tut's. Nee, der Stick da ist. Oh mein Gott, Digga. Oh nein. Kommen wir zu der nächsten Aufgabe.
Mach ein PvP-Duell und wenn die Person gewinnt, kriegt er ein Dia und wenn ich gewinne, krieg ich ein Dia. Aber weil wir echte Männer sind, machen wir nicht ein Dia, sondern einen Dia-Block. Und damit der Fight spannender wird, mache ich eine richtig coole Arena. So, die Arena ist fertig, dann würde ich sagen, wir fighten jetzt. Uhrensohn. Nächste Aufgabe. Revis Schwanz lutschen. Okay. Hey Revi. Ja. Du bist richtig geil. Danke, Hugo. Du siehst voll schön aus. Okay, danke dir. Du bist richtig geil. Alright, danke dir, Bro. Du hast richtig den langen Cock. Ah, okay. Darf ich den saugen? Bro, also, wenn du das willst, dann... Klar. Revi ist sass. Among us. Trap Castcrafter. Okay, machen wir. Warte, wir gehen uns Obby holen. Obby trappen ihn mit Obby. Und dann ist es trapped. Ich muss dir was zeigen. Ja, was denn? Komm mal mit. Das ist nicht zufällig eine Falle, oder? Nee. Warte. Muss es noch kurz einstellen. Okay, stell dich mal hier so, dass du auf dieses Cobblestone schaust. Okay. Oh nein. Geh bitte dahin wieder. Geh dahin. Ich hab dich getrappt. Oh mein Gott. Nächste Aufgabe. Mach einen MLG von der höchsten Power. Ich mach sogar mit droppen, weil ich geil bin. Mach einen Bubat-Shop für Basti auf, nimmst du an. So, wir machen jetzt hier Bubat-Shop hin. Wenn ich klatsche, steht der Bubat-Shop. 3, 2, 1. Und da steht der Bubat-Shop, Jungs. Sagt ehrlich, das war gut, oder? Und wir warten jetzt, bis die ersten Kunden kommen. Lalalalala, oh, alter Doofenschmerzer, was ist das denn? Das ist ein Big Hallo. Baba Bubu Shop. Jungs, komm mal her, ist ein Big Baba Bubu Shop. Was? Das ist ein Big Baba Bubu Shop? Ja, oh. Es ist ein Big Baba Bubu Shop. Hey, wie krass. Wo? Big Baba Bubu Shop. Hier, seht Alter, euch. Oha, was kann man denn hier kaufen? Oh mein Gott, schafft es nicht. Hier kann man Bubatze kaufen. Hier, gib mal her, geil. Sir, ich korrigiere Sie, Buben ist im Plural. Wer Deswegen. Sind Sie? Kennt man Sie? Gib mir ein Item und ich gebe euch Bubatze. Ihr yeah, Item. Bitteschön, Kupfer. Einmal für Sie, einmal oh, ja. für Sie und Sir. Einmal für Sie. Einen oh. schönen Tag. Oh. Oh. Es wirkt, es wirkt. Die nächste Aufgabe ist, hilf Norris. Ja, okay. Norris. Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh ja, könntest du ein Loch mit mir ausheben? Ja. Erdbeben. Geil, Alter. Deine Mutter kann schweben. Ich hab genug geholfen. Ich wünsche dir was. Halt, nein! Mach Heiko ein tolles Geschenk. Wir machen ein Gedicht, Jungs. Das ist eine gute Idee. Ein Gedicht für Heiko. Liest du das? Sitzt du wahrscheinlich auf dem Klo? Da ist er! Da ist er doch! Ein Buch! Hallo Heiko, liest du das? Sitzt du wahrscheinlich auf dem Klo. Du siehst aus wie eine Sonne, aber nicht wie eine Tonne. Ich sitze nicht auf dem Klo. Du hast keine Schmerzen, ich nehme Tabletten gegen Schmerzen. Dies war ein Geschenk, aber bedenk nicht, jeder hat ein Geschenk. Nun, denn in Fort mit dir, ich heiße Kasimir. Das war das schlechteste Gedicht, das ich jemals in meinem Leben gehört habe. Skyros ging wichtiger auf seiner selbstgebauten Map. Ja, es geht los in 3, 2, 1, go.
Los, 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 los! Mit dem Loot gibt's dich, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Guck mal, ich mach's mit dir. Oh mein Gott, nein, nein, nein! Oh mein Gott. Hä? Digga. Jetzt geht's ab, Alter. Die Kisten sind komplett scheiße. Da ist nur das Gleiche drin. Du dummer. Ah, nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cut, ich mach down. Cut. Ich mach Cut. Down. Ich muss gewinnen. Oh mein Gott. Junge, wie close war das, Alter? Alter. Scheiße. Junge, pass auf, ich sag's dir. Ey, ey, ey. Oh Gott, du bist so kacke. Ich bin der nächste Dream. Nächste Aufgabe, bring Revi oder so einfach random um. Muss ich jetzt killen. Mann. Ja, Hugo, ich habe 37 Level, ne? Okay, wir machen Fernkampf, ja? Okay. Ja, du bist halt, schwer als ich. Du bist immer noch in der 1.18 hängen geblieben, Digga. Du hast auch ein besseres Schwert als ich, du Penner. Nein, hast du nicht, Digga. Du hast einfach ich hab kein Full-OP. Ey, yo, Hugo, Mann, das war echt nicht nett von dir. Ja, ist mir egal. Okay, bist ein Wichser, ich töte deine Eltern. Er meint das nicht ernst. Gifte einen Sub an die Community. Hat zwar nichts mit Crafting zu tun, aber ich mach's trotzdem, weil ich ein Ehrenmann bin. So, bitteschön, Jungs, nur für euch. Yeah, Gigachat. Yeah, ich bin ein Mann. Yeah, wow, wow, wow. Das Diktat von Trivix mit Honig austauschen. Es hat zwar sehr lange gedauert, aber bitteschön, Jungs, seht mein Ergebnis. 15 Stunden durchgehend Honigblöcke dahin platzieren. Habe ich es endlich geschafft. Alles ist voller Honigblöcke. Honigblöcke sind jetzt da. Alles voll, ihr könnt sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 50 Stunden wieder, wenn ich das Dick da wieder ganz normal dahin gebaut habe. So, nach 15 Stunden. Nächste Aufgabe, wichtigerweise richtig verarschen den Kleinen. Und ich habe dafür schon eine Idee, Jungs. Wir machen einfach den hier, Jungs. Das passt schon. Könntest du mal ganz kurz mitkommen? Ich bin bei dir. Okay. Da ist ein Haus voller Überraschungen. Könntest du reingehen? Geh einfach rein, vertrau mir. Okay, soll ich reingehen? Geh rein. Aber was passiert, wenn ich reingehe? Einfach rein, da passiert nichts. Einfach rein. Das ist nicht cool, Digga. Bau dein Zimmer nach. Jetzt wollen wir das groß nachbauen oder nur so mini? So, wir haben jetzt Blöcke gefarmt und ich werde jetzt hier erstmal mein Zimmer formen. Dann geht's weiter. Ja, wir haben jetzt Mauer und Dach. Kommen wir jetzt zur Dekoration. Das ist so. Nebendran. Regal. So, hier ist dann TV. Okay, ich bin fertig mit meinem Zimmer. Man kommt hier rein. Hier Bett. Und so. Ja. Ich zeige euch noch Real Life Room Tour, damit ihr Bescheid wisst. Ja, hier ist mein Zimmer. End City in Overworld. Das wird easy gehen, weil wir haben eigentlich schon eine Fläche dafür. Wenn wir jetzt die Fläche hier benutzen und also für das Endbiom. So. So, Endbiom ist jetzt hier. Falls ihr wollt, dass ich den ganzen Berg voll machen soll und schön in End machen soll, lasst auf dem Video ein richtig geilen Like da, yeah! Versuche, den besten PvPer in Craft Attack zu töten. Und wir haben Glück. Der beste PvPer auf dem Server ist nämlich gerade online. Okay, wir verstecken uns, Jungs. Seid ruhig. Du Fahrstuhl gesetzt. Oh nein. Versteht ihr, weil ich der beste PvPer bin. Tschüss.